Mein goldenen Käfig hab ich Freiheit gnennt. Versklavt von einem Job, der keine echte Freiheit kennt. Außer drei neue Autos, ein Penthouse am Meer. Zum Möblieren für mein Grab, das war sonst so leer. Wie ich dann auf einmal zu mir gekommen bin, hab ich eine Mordsangst gehabt, das hat alles keinen Sinn. Weil ich war mir sicher, dass das Ganze gehört, wenn's hart auf hart zugeht, nicht wirklich was zählt. Das Leben ist ein Lied, das man singt bis zum Stern, mit viel Gefühl und viel Gemüt, sonst kann man's nicht hören. Was der Mensch wirklich braucht, ist kein großes Papperl. Ein gutes Papperl für'n Bauch und ein leer für die Seele. Was der Mensch wirklich braucht, ist kein großes Papperl. Ein gutes Papperl für'n Bauch und ein leer für die Seele. Ich lebe jetzt von dem, was ich lerne und erfahre, und schau fast nicht zurück auf das, was einmal war. Weil die Zeit, die mir gegeben ist zwischen Wiege und Grab, genau meine Zeit zum Leben ist und ich kann andere haben. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich bin ein Ohr. Wer die wirklichen Ohren sind, ist wohl jedem klar. Weil wenn's glauben in die Höhe, kehren wir alle hin. Ist das ganz allein ihr Pech, was kümmert es mich? Weil das Leben ist ein Lied, das man singt bis zum Stern, mit viel Gefühl und viel Gemüt, sonst kann man's nicht hören. Was der Mensch wirklich braucht, ist kein großes Papperl. Ein gutes Papperl für'n Bauch und ein Lied für die Seele. Was der Mensch wirklich braucht, ist kein großes Papperl. Ein gutes Papperl für'n Bauch und ein Lied für die Seele. Das Leben ist ein Lied, das man singt bis zum Stern, mit viel Gefühl und viel Gemüt, sonst kann man's nicht hören. Was der Mensch wirklich braucht, ist kein großes Papperl. Ein gutes Papperl für'n Bauch und ein Lied für die Seele. Ein gutes Papperl für'n Bauch und ein Lied für die Seele.